Hallo, hier ist Muho aus Osaka zurück zur letzten Frage von gestern. Da ging es um Musik und es war eigentlich keine Frage. Ne? Da sagt jemand, mit Talent kann man ein Instrument autodidaktisch lernen. Ich schätze mal, dass das nicht einfach ist, aber es ist möglich, sich selber beizubringen, wie man Gitarre spielt, ne? Oder Klavier. Ich dachte, das klappt auch bei Sazen. Vielleicht kann man sich das Sazen ja ebenfalls selbst beibringen. Welch ein Irrtum. Ich sitze die Tonleiter und kleine Melodien, aber von wohlklingenden Harmonien bin ich weit entfernt. Ein Lehrer sollte mir mal zuhören. Welche Musikrichtung ist eigentlich mein Stil? Es wird ja immer wieder gefragt, ne? Brauche ich eigentlich einen Lehrer? Und wenn ja, welcher Lehrer könnte das sein? Vielleicht kann der Muho mir ja einen Lehrer empfehlen. Und der Kommentator hier sagt ja, bei einem Instrumente lernen und beim Musikspielen ist der Lehrer vielleicht gar nicht so wichtig. Und da, wie gesagt, ich spiele nicht Musik, ich bin unmusikalisch. Aber ich hatte den Gedanken, ja, vielleicht ist es auch bei der Musik gar nicht so einfach. Wenn man es wirklich ernsthaft machen will, nicht nur als ein Hobby. Man kann, wenn man nur so hobbymäßig mal meditiert, braucht man eigentlich auch keinen Meister, ne? Aber wenn man wirklich diesem Weg sein Leben widmen will, ne, dann braucht man einen Meister, einen Lehrer, glaube ich schon. In den allermeisten Fällen. Aber bei der Musik ist es vielleicht auch so. Ne? Und wie gesagt, vor über 10 Jahren habe ich den Werner Pinzel, der Zen for Nothing gedreht hat, in der Schweiz besucht. Und da war zufällig zu dem Zeitpunkt auch der Fred Frith da, ein Experimentalmusiker, Gitarrist, der auch Hochschullehrer ist für Musik, der unterrichtete zu dem Zeitpunkt in Kalifornien. Und zwei seiner Schüler, die lebten mit dem Werner in dem Schloss an einem See in der Schweiz. Damals war das so eine Art Künstlerkommune, ne? Bildende Künstler und auch Musiker, die da zusammen lebten, wie in einer großen WG eigentlich, ne? Und der Fred Frith kam da zu Besuch, auch um seine Schüler zu sehen. Ne? Und die eine hatte an dem Abend davor ein Konzert in dieser Kommune gemacht. Ich glaube, das war eine Pianistin. Aber es war sehr, wie soll man sagen, experimentierfreudig. Ne? Ich glaube, Teil des Konzerts war auch so, sie hatte so Fäden an die Seiten des Klaviers angebracht und jeder im Zuschauerraum hielt einen von den Fäden und man durfte dann auch noch so an den Seiten ziehen. Ne? Das heißt, die Zuschauer durften Teil des Konzerts sein und selber auch mit das Klavier dann traktieren sozusagen. Ne? Und sie traktierte das Klavier ebenfalls und sang dazu, obwohl das weniger Gesang war wie Geschrei. Ne? Und es erinnerte mehr als an eine sehr, wie soll man sagen, ausgelassene psychotherapeutische Sitzung vielleicht. Ne? Und okay, am nächsten Tag, am Vormittag, am Kaffeetisch fragte sie dann ihren Lehrer, den Fred Frith, was er von dem Konzert gehalten hatte. Und er auf eine ja sehr väterliche, aber nicht herablassend väterliche Weise, sondern wirklich sehr mitfühlende Weise, versuchte ihr, glaube ich, nahezubringen, dass sie doch ein bisschen weit ging da mit ihrem, ja, Versuch, sich selbst auszudrücken, ne? Und wenn ich das jetzt so ausdrücke, wie ich es damals verstanden habe, dann ging es ihm, glaube ich, auch darum zu kommunizieren, er versuchte zu kommunizieren, dass
dass ja auch Menschen gibt, die sich das anhören müssen. Ne? Denk doch mal an die Zuschauer, die sich das Ganze anhören müssen. Ne? Und daraufhin sagte sie wiederum, also es war auf Englisch, ne? Sie sagte, I don't want to sound like a kitten, ne? Ich will nicht wie ein kleines Schmusekätzchen da klingen. Ne? Wobei das, was sie da tatsächlich am Abend davor gebracht hatte, schon sehr von einem Katzengeheule hatte. Ne? Aber sie wollte halt nicht das süße Kätzchen am Klavier sein. Ne? Und der Fred Frith sagte, that would be a long way. Also du bist weit entfernt davon, das Schmusekätzchen am Klavier zu sein. Ne? Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Aber irgendwie war sie so. Sie hatte die Perspektive, also entweder ich bin das Schmusekätzchen oder ich schrei da am Klavier, während der Rest der Zuschauer da an den Fäden zieht und das Klavier traktiert. Ne? Und dass dazwischen ein ganzes Spektrum von anderen Möglichkeiten liegt, an die sie vielleicht hätte auch denken können, das war ihr gar nicht so aufgefallen. Ne? Das heißt, ja, theoretisch kann man sich ein Instrument auch selbst autodidaktisch beibringen, aber manchmal auch in der Musik ist es wahrscheinlich ganz hilfreich, so eine Perspektive von außen zu haben. Ne? Wahrscheinlich ist es auch in der Musik nur die, die wirklich Genies sind, die es als Autodidakten wirklich schaffen, auch ein großes Publikum dann zu begeistern und mit einzubeziehen in ihre Performance. Ne? Oder macht es halt hobbymäßig. Ne? Und naja, so ist es mit der Praxis wahrscheinlich auch. Ne? Das Problem, wenn man keinen Lehrer hat, ist, dass man sehr schnell in eine sehr verrückte Richtung abdriftet, ne, wenn man nicht aufpasst. Okay, dann schreibt hier jemand in einem Kommentar, heute ist der 19. Mai 2021. Das ist offensichtlich falsch, denn heute ist der 28. Juni 2021. Das war natürlich richtig zu dem Zeitpunkt, als der Kommentar abgegeben wurde. Das Video selbst bezieht sich auf ein Video von mir vom 6. Februar. Lehre ist Lehre, heißt das. Und da spreche ich wahrscheinlich auch darüber, dass heute eigentlich der einzige Tag ist, der wirklich real ist. Nämlich der 6. Februar. Ne? Und vielleicht will der Kommentator da sagen, dass das stimmt ja gar nicht. Ne? Das stimmt ja gar nicht. Der 19. Mai 2021 ist wirklich aktuell. Ne? Und das stimmt natürlich auch nicht. Ich habe diesen Kommentar aufgegriffen, weil er vielleicht eine Verbindung schafft zum nächsten. Eine Frage, die mir so noch nicht gestellt wurde. Mich würde deine Meinung zu Zeitreisen interessieren, Smiley. Möglich oder nicht? Zeitreisen möglich oder nicht? Ich würde sagen, ja, wie könntest du mir heute an diesem Tag, am 28. Juni 2021 überhaupt begegnen, zugucken, wenn es keine Zeitreise gäbe? Denn die Frage hast du mir gestellt an einem ganz anderen Zeitpunkt. Wenn es keine Zeitreisen gäbe, dann gäbe es auch keine Zeit. Der einzige Grund, weshalb wir überhaupt von Zeit sprechen, ist, weil wir durch die Zeit reisen. Wir könnten gar nicht anders. Ne? Oder vor einigen Wochen sprach ja einmal davon, dass es einer davon, dass es bei ihm wie ein Sazen so ist, als wäre plötzlich alles zugefroren, ne? Wie bei einer Fotografie, plötzlich die Gedanken stehen still. Ne?
ist mir so noch nicht passiert, aber wenn einem das passieren sollte und auch die Uhr steht still, ne, dann gibt es natürlich auch keine Zeitreisen mehr und dann gibt es keine Zeit mehr, ne? Aber ich glaube, die meisten von uns glücklicherweise, für die steht die Zeit nicht still, sondern wir bewegen uns in der Zeit, ne? Und ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Gefühl, wenn ihr morgens aufwacht und ihr guckt auf den Kalender und sagt, was? 2021? 21. Jahrhundert, ne? Was ist das denn, ne? Und man sieht da einen Computer auf dem Schreibtisch stellen, macht ihn an, ne? Covid-19? Was ist das denn, ne? Covid-19? Bin ich etwa jetzt als einer meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen aufgewacht? Das kann doch nicht sein. Zeitreise, ne? Bis vor einem Augenblick habe ich doch noch im 30. Jahrhundert gelebt. Und dann merkt man, Covid-19, nee. Ich bin gar nicht einer von den Ur-Ur-Urahnen, ich bin einer von den Wirten. Ich bin einer von den Wirten, den sogenannten Sapiensen, ne? Um Gottes Willen, was ist mit mir passiert? Und so ist es ja auch heute. So ist es heute mir passiert. Aus irgendeinem Grunde bin ich heute am 28. Juni 2021 aufgewacht. Warum, weiß ich nicht. Aber naja, in 24 Stunden bin ich wahrscheinlich wieder ganz woanders. Gott sei Dank gibt es Zeitreisen, ne?